Ja, wir nutzen den Rahmen dieser sicherlich großartigen Messe für das Fahrrad, um unsere Bewerbung für die Konferenz VeloCity 2017 abzugeben. Die VeloCity ist der Weltfahrradgipfel, also die größte Fahrradkonferenz weltweit mit internationalem Austausch von den besten Beispielen, die es zum Radverkehr, zur Radverkehrsentwicklung gibt, aber auch zu Fahrradtourismus, einfach alles, was mit dem Fahrrad zu tun hat. Und wir hoffen sehr, dass wir Baden-Württemberg und Mannheim zusammen eben dann den Zuschlag bekommt. Und das wäre natürlich auch eine wunderbare Sache, denn wir wollten 2017 in Baden-Württemberg ohnehin ein Jahr des Fahrrads ausrufen, weil dann 200 Jahre es her ist, dass Herr Dreis das erste Laufrad vorgestellt hat. Also wir wollen da vielfältige Aktivitäten machen und die VeloCity, ein Kongress, der umfassend über das Radfahren einen Austausch bietet, das wäre natürlich ein wirklich großer Höhepunkt für dieses Fahrrad. Ja. Wir sind davon überzeugt, dass wir uns als VeloCity-Kandidat anbieten, weil wir uns als Stadt im Aufbruch befinden, was das Thema Radverkehr angeht. Wir haben hier vor, erheblich in den Ausbau des Radverkehrsnetzes zu investieren mit einem 21-Punkte-Programm. Also die Präsentation von Mannheim war absolut exzellent, sehr, sehr gut. Die haben schon viel investiert und es hat mich auch gefreut, dass die klar zum Ausdruck gebracht haben. Wir haben jetzt beschlossen, wir investieren in den Radverkehr und das machen die. Das machen die ganz unabhängig davon, ob wir jetzt diese VeloCity 2017 gemeinsam machen oder nicht. Und das ist die richtige Grundeinstellung. Unser Ansatz wird sein zu sagen, Mannheim, da hättet ihr nie ans Fahrrad gedacht. Und diese Stadt, von der alle denken, das ist irgendeine normale deutsche Großstadt, das Auto dominiert, zu zeigen, dass wenn man auf kommunalpolitischer Ebene sagt, wir wollen was fürs Rad tun, dass man in wenigen Jahren richtig viel erreichen kann. Und dafür wird Mannheim stehen können. Und das ist auch meine Hoffnung, dass das bei der Bewerbung zieht, dass man auf europäischer Ebene erkennt, das ist nicht eine Stadt, die sowieso schon Rad fährt, sondern die was tun will, damit die Menschen Rad fahren.